الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أترجم هذا الكلام أيها الأخوة الأفاضل. ألا سوكي بيت الله دم هان دولت من الله زيجي من هاي لزان قفيت محمد صلى الله عليه وسلم من أخ ألدي نيجي لين زان فوس شفت نتخيت بس أن دنتاك أن دم كاين فاتر في لزون لزان سونس أوفكم بيت نوخ أن زون في لزون لزان سفاتس. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir befinden uns immer noch oder wir sind immer noch dabei, den folgenden Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu durchzugehen und zu verinnerlichen und herauszufinden, was diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam alles in sich birgt oder verbirgt. Ubadah ibn Samit berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass er ein Einziger ist und kein Partner hat und bezeugt, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und bezeugt, dass Jesus, der Sohn der Maria, der Gesandte Allahs ist und sein Diener ist und das Wort ist, das er Maria eingegeben hat und Geist von ihm. Und wer bezeugt, dass das Paradies wahr ist und die Hölle wahr ist, der wird in das Paradies eintreten, entsprechend seiner Taten, die er vorausgeschickt hat. Dieser gewaltige Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist, liebe Geschwister, sind das einfach nur Worte, dass man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Sicherlich nicht, liebe Geschwister. Sondern was wir wissen wollen ist, wo ist dann der Unterschied zwischen uns und den Menschen, die vor uns gelebt haben? Wo wir doch alle das Gleiche sagen, wo wir doch die gleichen Gebete verrichten, wo wir doch die gleichen Gottesdienste an den Tag legen. Es gibt einen Unterschied und der macht sich besonders bemerkbar, wenn es darum geht zu schauen, was beinhaltet diese Aussage zu bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Nämlich an dieser Stelle waren wir bei der letzten Stelle, beim letzten Mal stehen geblieben. Liebe Geschwister, viele Muslime, und das sind wirklich nicht wenige, wenn es darum geht zu bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, entweder übertreiben sie oder untertreiben sie. Schauen wir uns ganz kurz nur die Dienerschaft des Propheten a.s.w. an. Das heißt zu bezeugen, dass er ein Abd ist, ein Diener Allahs ist, ein Sklave seines Herrn ist. Allah subhanahu wa ta'ala zunächst einmal erklärt uns im Koran, dass jemanden als Abd zu bezeichnen, als Diener zu bezeichnen, ist ein Lob. Ist ein Lob. Denn jemand, der ein wirklicher Diener seines Herrn ist, ist jemand, der alles tut, was sein Herr von ihm verlangt. Und der allem aus dem Weg geht, was sein Herr ihm verboten hat. Deswegen hat Allah Azza wa Jalla im Koran gesagt, gepriesen sei derjenige, der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Moschee, also in Mekka, bis zur entfernten Moschee, die Aqsa-Moschee in Jerusalem, gereist ist. Außerdem sagte Allah ebenfalls, und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, und so weiter und so fort, ist die Ayah in Surah Al-Baqarah, die bekannte. Diese Ayah, die Geschichte zeigen uns, dass der Mensch, damit er vollkommen ist, muss er ein Diener Allahs sein, Allah dienen, aufrichtig ihm gegenüber sein, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, daraus ergibt sich, zum Beispiel, dass man zum Propheten a.s.w. sich nicht ihm zuwendet in seinem Bittgebet und ihn niemals anspricht in seinem Bittgebet. Und dass man auch niemals bei ihm schwört. Denn das ist auch eine unter manchen muslimischen Menschen, unter manchen Volksgruppen eine verbreitete Sache, dass sie schwören beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadhu billah, und das ist eine Form von Ash-Shirk, eine Form der Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam so etwas verboten hat und so etwas nur erlaubt hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso manche Leute, sie beten zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagen zu ihm, O Allah, ich bitte dich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam oder bei seiner hohen Stellung, die er bei dir hat, bitte ich dich um das und das. Auch dies haben die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht, deswegen kann darin nichts Gutes sein, denn wenn es etwas Gutes gewesen wäre, dann zweifellos hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das den Menschen mitgeteilt. Oder denkst du, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas für sich behält? Dazu gehört ebenfalls verschiedene Themen, ich will nur damit darauf hinweisen, dass zu bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener ist, ist nicht eine Aussage mit der Zunge einfach nur, sondern da steckt viel mehr dahinter, dass man auch nicht zu seinem Grab verreisen darf, dass man ihn nicht um seine Fürsprache bitten darf, sondern der Einzige, der darum gebeten wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nicht auf den Propheten vertraut, sondern man vertraut auf Allah azza wa jalla alleine und man vertraut auf den Propheten nur in
dem Sinne, weil er der Gesandte Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man vertraut auf das, was er von Allah subhanahu wa ta'ala überbracht hat. Zu bezeugen, liebe Geschwister, dass er der Gesandte Allahs ist, da gehört sehr viel dazu. Dazu gehört, dass man sich nicht auf Meinungen und Äußerungen und Aussagen stützt, die der Aussage und der Meinung und dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwiderlaufen. Egal, ob es um seine Aussagen geht, alaihi salatu wassalam, oder ob es um seine Taten geht. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Wenn du also jemanden hörst, der etwas sagt, was dem widerspricht, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, allgemein, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist zum Beispiel erlaubt, dann pass auf, diese Aussage des Propheten alaihi salatu wasallam ist kein Gedichtvers, den man interpretiert, wie man in der Schule interpretiert. Und das ist keine Aussage eines Autors, wo man seine eigene Meinung dazu reinbringen darf. Das ist jetzt eine Aussage, über die Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Quran Al-Karim gesagt hat, es steht einem gläubigen Mann und einer gläubigen Frau nicht zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, hierin eine Wahl zu haben. Das heißt, dass sie entscheiden können, ich mache es oder ich mache es nicht. Das ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Aus dem Bezeugen, dass er der Gesandte Allahs ist, ergibt sich auch, dass man seine Aussage nicht uminterpretiert. Viele Menschen, wenn sie etwas hören, was der Gesandte gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und es widerspricht dem, was sie gewohnt sind, was sie im Alltag machen, was sie im Alltag, wie sie sich verhalten, mit wem sie sich, zum Beispiel eine einfache Aussage, du hörst den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا طعامك إلا تقي. Was sagt der Prophet عليه الصلاة والسلام? Du sollst nur einen gläubigen Menschen zum Freund nehmen und du sollst auch nur einen gottesfürchtigen Menschen von deiner Nahrung essen lassen. Diese Aussage des Propheten عليه الصلاة والسلام nehmen wir so hin, liebe Geschwister, wie sie ist, und interpretieren sie nicht um, damit sie in unser Lebensstil hineinpasst, sondern wir lassen sie so, wie sie ist, und wir passen unseren Lebensstil an den des Gesandten sallallahu alaihi wasallam an. Wenn also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das ist erlaubt und das ist verboten, dann sag nicht, ja, vielleicht hat er das erlaubt, weil das damals so gang und gäbe war. Vielleicht hat er das verboten, weil das so und so, der Grund könnte das und das sein, weil es damals so war, weil es heutzutage so ist und so weiter und so fort. Nein, lieber Bruder, liebe Schwester, der Prophet alaihi salatu wassalam weiß, dass er der Gesandte Allahs ist, der letzte aller Propheten ist. Und er weiß, dass seine Aussagen weitergetragen werden bis an den Tag der Auferstehung. Und er weiß, dass seine Aussagen gelesen werden zu anderen Zeiten, in anderen Umständen, anderen Gesellschaften, anderen Begebenheiten, und trotzdem hat er nicht irgendwie gesagt, das gilt nur zu meiner Zeit und später gilt irgendetwas anderes. Zur Rechtleitung, liebe Geschwister, oder zum Bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, gehört, dass man sich nicht unterscheidet von seiner Rechtleitung. Das heißt, von seiner Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er geredet hat, wie er gesprochen hat, wie er irgendetwas gemacht hat in seinem Leben, alayhi salatu wassalam, was zu seinem Prophet sein gehört. Und so berichtet uns Ad-Darimi in seinem Buch Al-Musnad, in seinem Musnad über Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ist ein, liebe Geschwister, ein damaliger jüdischer Gelehrter gewesen, der den Islam angenommen hat. Und deswegen ist er ein edler Sahabi, radiallahu anhu. Er ist also einer der Gelehrten der Kinder Israels. Er sagte, und das ist auch, damit wir sehen, er sagte, liebe Geschwister, wir finden folgende Eigenschaften des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor. Er meint in der Tora. Er meint in der Tora, und das zeigt uns auch, wie sehr die heutigen Bücher, die da Allah subhanahu wa ta'ala damals vor dem Koran herabgesandt hat, verfälscht worden sind, verändert worden sind, abgeändert worden sind. Er sagte, wir finden folgende Eigenschaften des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor. Wir haben dich als Verkünder, ich sage das zusammengefasst, wir haben dich als Verkünder frohe Botschaft entsandt. Und wir haben dich als Warner entsandt. Und du bist mein Diener und du bist mein Gesandter. Ich habe dich Al-Mutawakkil genannt. Al-Mutawakkil ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen vertraut in jeglicher Hinsicht. Du bist nicht hartherzig, du bist nicht schroff. Und du bist auch nicht jemand, der seine Zeit verschwendet auf den Märkten. Und du belohnst jemanden, der dir etwas Schlechtes tut, nicht mit Schlechtem, sondern mit Gutem. Sondern du verzeihst und du gibst nach. Und so weiter und so fort.
Und diese Eigenschaften des Propheten a.s.w. gilt es jetzt näher anzuschauen. Eine Eigenschaft war, dass er Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Und diese möchten wir uns, liebe Geschwister, ein bisschen näher anschauen. Jemand zum Beispiel, der seine Kinder, liebe Geschwister, bei der Kindeserziehung darauf achtet, dass sein Kind immer in der Schule gute Noten hat. Und dass er in der Schule gut gekleidet ist. Und dass er in der Schule mit dem Lehrer guten Umgang hat. Und dass er seine Hausaufgaben immer macht. Und dass er seine Prüfungen immer besteht, seine Klausuren, seine Klassenarbeiten und weiß ich was. Jemand, ein Vater, der das macht. Aber, das ist ja alles schön und gut. Aber im Gegenzug dazu, wenn es um islamische Inhalte und Werte geht, über das Koranlesen und Auswendiglernen geht, über die Akide, die ein Kind von klein auf mitbekommen muss, über dein Gebet, über dein Wudu, über und so weiter und so fort. Wenn er nachlässig ist in solchen Angelegenheiten, ist diese Person wirklich als jemand zu bezeichnen, der Allah vertraut? Ist das wirklich eine Person, die sagt, ist das eine Person, die wir als Allah Vertrauenden bezeichnen können, als Gottes Vertrauenden, oder ist es eine Person, die sich verlässt und sie vertraut dem Zeugnis und der Schule und damit die Person eine gute Zukunft hat in diesem Leben, achtet sie nur auf diesen einen Aspekt. Liebe Geschwister, ich denke, die Antwort ist deutlich. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg von Mekka nach Medina war, war er mit Abu Bakr radiallahu anhu zu Fuß. Hinten dran kam ihm dann Suraqa ibn Malik nach. Er hat ihn verfolgt. Und er wollte sie im Namen der Mekkaner natürlich einnehmen und töten. Abu Bakr in diesem Moment sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandte Allah, sie haben uns eingeholt. Genauso wie die Freunde von Musa zu Musa gesagt haben, als er am Meer stand. Sie haben uns eingeholt. Darauf sagte der Prophet alaihi salatu wasalam: Sei nicht traurig, mach dir keine Sorgen, Allah ist mit uns. Und er zitierte die Aya aus Surah At-Tawbah. Der Gesandte hat dann seine Hände gehoben und Dua gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sind die vier Beine oder die vorderen Beine dieses Kamels, auf dem er geritten ist, oder dieses Pferdes, im Erdboden versunken. Da war dann plötzlich weicher Sand und dann ist er bis zu den Knien im Erdboden versunken. Und er hat gesagt, ich weiß, dass ihr gegen mich Dua gemacht habt. Ich weiß, dass du Muhammad gegen mich Dua gemacht hast. Ist das nicht Gottvertrauen, was der Prophet gemacht hat, alaihi salatu wasalam? Dass er in einem Moment, wo er keinen anderen Ausweg gefunden hat, außer sich Allah azza wa jalla zuzuwenden, dass er Allah subhanahu wa ta'ala sich ihm zugewandt hat. Und es gibt viele Beispiele dafür, liebe Geschwister. Ebenfalls das Beispiel, und damit möchte ich inshallah enden, dass ein Vater damit zufrieden ist, wenn seine eigene Tochter arbeitet oder zur Schule geht oder wo auch immer, und dabei, einstecken muss, was die eigene Religion angeht. Das heißt, dass die Person, dass diese Schwester zum Beispiel sagt, ich trage bei meiner Arbeit keinen Hijab oder keinen vollständigen Hijab, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich meine Arbeit verlieren oder dann würde mir das und das passieren. Dieser Vater oder diese Tochter, vertraut sie Allah in diesem Moment, der ihr das angeordnet hat, oder das heißt angeordnet hat, sich so zu kleiden, oder vertraut sie in diesem Moment, liebe Geschwister, ihrem eigenen Beruf und ihrem eigenen Werdegang? Warum immer ist das Diesseits vor dem Jenseits, wo doch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, dass man das Jenseits dem Diesseits vorziehen soll? Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, wahrlich Allah kann nicht betrogen werden. Wahrlich Allah kann nicht betrogen werden. Deswegen zusammengefasst, liebe Geschwister, das Gottvertrauen, At-Tawakkul, bedeutet nicht, dass man macht, was man will, und dass man dann sagt, inshallah, Allah wird mir schon dabei helfen. Das bedeutet kein Tawakkul, das bedeutet nicht Gottvertrauen. Gottvertrauen bedeutet, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala an Gesetzen gemacht hat, in Anspruch nimmt, um Allahs Zufriedenheit dadurch zu erlangen. Dass man, wenn Allah azza wa jalla gesagt hat, wenn du diesen Weg gehst, am Ende ist das Paradies, auch wenn du das nicht sehen kannst, auch wenn du nicht erkennen kannst, dass in deiner Güte deinen eigenen Eltern gegenüber viel Gutes ist und dass es besser ist als freiwilliges Beten und dass es besser ist als viele freiwillige Taten, dass du das machst, weil du weißt, dass es besser ist für dich, weil Allah es gesagt hat. Das bedeutet Gottvertrauen und nicht, dass man blind vertraut im Sinne von, dass man sich nicht auskennt, was man eigentlich macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch alle auf den richtigen Weg leiten und uns festigen auf As-Sirat al-Mustaqim und uns sterben lassen, während Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. أقول بما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم.